Am Pool führen die anderen gerade tiefsinnige Gespräche. Auch wenn die Optik das kaum glauben lässt. Was ich aber auch gut fand, ist, das habe ich auch schon mal gesagt, so, dass ich es gut finde, dass jeder, also fast jeder so auch gesagt hat, so ein bisschen, wo sind die Boundaries? So, dass du sagst, hey, du hattest eine Reise mit deinem Körper, hast 15 Kilo abgenommen, findest jetzt nicht so cool, wenn jemand sagt, das ist aber schon mockelig, also dass es nicht cool ist. Nee. Oder dass du sagst halt, ey, du, ich hau auch raus, sag alles, was du willst, aber sag nichts gegen meine Mutter, dann. So, da ist die Grenze. Und das finde ich auch voll okay, weil wir dann auch einschätzen können. Und ich finde, die Pressure ist schon krass in der Community. Inzwischen ist es mir halt nicht mehr wichtig, was auch andere Leute über mich denken, weil ich mir denke, wer bist denn du? Du hast mir gar nichts zu sagen. Aber das ist ja ein Prozess, den jeder Mensch erstmal durchlaufen muss. Und ich war auch schon bei meiner, wo ich mal in einer Drag Show als Gast irgendwie auf der Bühne war und wir mussten irgendwie so T-Shirt ausziehen und meinte die moderierende Queen auch zu mir, du hast aber ein schönes Gesicht, über den Rest reden wir aber lieber nicht. Also auf der Bühne vor allen Leuten und alle, hahaha, wo ich mir auch dachte, du kleine. Ist so eine schwierige Sache mit Body Image, gerade in der schwulen Community. Grundsätzlich fühle ich mich wohl in meinem Körper, aber da ist noch Luft nach oben im Vergleich zu den anderen Männern. Und ich muss halt auch sagen, ich merke zum Beispiel, dass ich diesem Kult total erliegen bin und dass mich das auch unterbewusst kaputt gemacht hat. Wenn ich jetzt den Kim hier sehe, wie er auch hier kommt als Beachboy mit den Apps, denke ich mir, sieht der geil aus. Aber ich denke mir, so sieht ja auch nicht jeder Schwule aus. Und das Schlimme finde ich halt, wenn dann, sag ich mal, ein junger Schwuler geht das erste Mal irgendwie in der Szene feiern und überall alle Plakate, ripped. Und dann sagen die ihm, wenn du nicht so aussiehst, dann bist du gar kein richtiger Mann. Ich glaube, dass mit dieser krassen Oberflächlichkeit, die auch sehr auf das Aussehen reduziert, das ist ein allgemeines Problem. Aber gerade in der queeren, homosexuellen Welt ist das natürlich ein sehr großes Problem. Ich kann gar nicht so 100% sagen, woher das rührt. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass homosexuellen Männern sehr oft angedichtet wird, sie wären zu feminin, sie wären nicht das typische Bild. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele gibt, die alles daran setzen, um ihren Körper so zu stählern und so aussehen zu lassen, dass man ihnen nicht nachsagen kann, sie wären irgendwie schwächer als andere Männer. Jeder Körper ist gut, wir haben alle einen guten Körper. Wenn ich Kim sehe, denke ich, natürlich hat der jetzt einen definierteren Körper als ich, aber ich denke, trotzdem ist mit mir nichts kaputt. Voll. Und ich habe jetzt keinen Sixpack, aber den brauche ich auch nicht, weil ich denke, was sind denn wir für ein Vorbild? Da kann es Faktoren geben. Gesundheit, psychische Gesundheit, Genetik, da sind so viele Sachen, die zusammenspielen, ob du das auch überhaupt kannst. Und wenn jemand zu dir sagt, wenn du keinen Sixpack hast, bist du kein richtiger Mann und kein richtiger schwuler Mann und darfst dich nicht zeigen, denke ich mir so, holla die Waldfee. Es wird wieder charming. Wenn ihr bei meiner Staffel nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal und schaut euch die restlichen Videos an. Ganze Folgen findet ihr auf TV Now. Klickt hier.